Hi, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Was soll ich sagen? Intro, YouTube. Ihr wisst alle Bescheid, die meisten von euch. Und die, die neu dazugekommen sind, ihr werdet sehen. Ihr werdet sehen. Ich stehe vor Marlene. Marlene ist ein klitzekleines Problem. Marlene ist ziemlich mächtig. Und Marlene macht aber irgendwie Bock. Ich habe auch noch ein paar andere Bosse, von denen ich weiß. Da gehen wir auf jeden Fall heute hin. Ich werde jetzt hier nicht nur in Marlene reinlaufen, aber hey, zum Einspielen. Zum Einspielen einfach mal verhauen werden. Wunderbar. Man kann sich nichts Besseres vorstellen, als einfach mal hart verprügelt zu werden, um sich einzuspielen. Oder? Ach, Mist. Ich habe auf Ausweichen gedrückt, aber das war wohl der falsche Moment. Eigentlich hätte ich rein vom Gefühl her noch Zeit gehabt für die Rolle, aber tja, Marlene ist schnell. Marlene ist sehr schnell. Ja, solange sie ihren Wassergeflügeltanz nicht macht, ist alles im grünen Bereich. Scheiße. Wenn sie so auf mich zukommt, dann weiß ich eigentlich, dass ich links an ihr vorbeirollen muss. Und ich denke, ich werde jetzt langsam mal probieren, beim Wassergeflügeltanz den Fokus rauszunehmen. Ah, wie schön das Blut hier manchmal brockt, ne? Scheiße. Mist. Ah, ich will das anders machen beim Wassergeflügeltanz, aber ich war schon wieder in der Schlaganimation. Und wenn ich in irgendeiner Animation bin, dann habe ich danach keine Zeit mehr, meine Idee auszuführen. Weil der Schlag einfach, währenddem ich den Schlag mache, der ins Leere geht, geht sie nach oben und dann ist meine Animation vorbei und dann fängt sie schon an. Dann fängt sie schon an, hart zu schnetzeln. Ha. Ärgerlich. Ohne Wassergeflügeltanz wäre die erste Phase eher so. Eher so Kinderkram. Aber der Wassergeflügeltanz, der knallt rein.
Wenn ich jetzt hinlaufe, dann kommt der Wassergeflügeltanz. Ja. Aber war gut. War gut. War absolut in Ordnung. Nein, fuck. Oh. Und dann kommt der Griff. Ah. Und ich weiche im falschen Moment aus. In Panik. Zu früh ausgewichen. Okay. Oh, das hätte sein können. Mist. Aber der Wassergeflügeltanz hat mir diesmal nicht so sehr zugesetzt. Das war gut. Da war mein Ausdauermanagement komplett für den Arsch an der Stelle. Das ist... Der gute Andi war vorhin bei mir. Und ich habe ihm das hier mal kurz gezeigt und habe ihn ein bisschen spielen lassen. Und er hat bei dieser Keule diese Attacke entdeckt, die sehr geil ist. Allerdings hat die eine relativ lange Animation und danach braucht man lange, um wieder was tun zu können. Mist. Ah, fuck. Das war's. Das war's, das war's. Wenn ich so unter ihr stehe und diese Nummer kommt. Oh, uff. Schwierig, schwierig. Ich glaube, ich kann das tun. Ich habe immer noch eine mittlere Last. Ich nehme mal das Schwert mit. Es schadet nicht. Ich bin immer noch auf einer mittleren Last. Ich kann jetzt im Kampf auf das Schwert wechseln. Könnte hilfreich sein. Bin ich mir noch nicht sicher. Na, Fluch. Es ist so krass. Es ist so krass. Ich glaube, ich muss wirklich schauen, dass ich, sobald ich unter ihr bin, diesen Fokus wegnehme. Aber mein Kopf sträubt sich so dermaßen mein Kopf sträubt sich dagegen. diesen Fokus rauszunehmen. Ich bin's einfach nicht gewohnt. Scheiße.
Fuck. Diesmal habe ich es gedrückt. Ich bin aus dem Fokus rausgegangen, aber ich weiß noch nicht, in welche Richtung ich da muss. Da hat die Richtung jetzt nicht gepasst. Sie hat mich einfach, jeder Hit hat mich getroffen. Mann. Und warum hau ich zweimal zu, wenn ich doch weiß, dass ich sie nicht treffe da oben? Scheiße. Ich bin erst 10 Minuten dran, aber es fühlt sich viel länger an gerade. Und ich bin ja noch nicht mal 10 Minuten bei ihr. Ich habe ja am Anfang noch irgendeinen Scheiß gelabert. Irgendein Intro-Gedöns. Ich will zumindest mal in die erste Phase vorbeikriegen, deswegen schlucke ich jetzt mal meine Arznei. Ja, erste Phase vorbei. Let's go. Ich musste saufen. Fuck. Ach komm. Ja, erste Phase geschafft. Bam, tot. Ich darf nicht mit so wenig Leben in die zweite Phase gehen, dass ich am Anfang der zweiten Phase saufen muss, ist ganz schlecht. Ich muss schauen, dass ich mich heile, wenn sie niedrig ist. Dass ich einmal fast volles Leben habe, sobald die zweite Phase losgeht. You, ey. Oh, dann macht sie zweimal hintereinander den, ey. Und nochmal. Ein ums andere Mal wird hier reingelaufen. Aber ich bin mittlerweile besser. Wie schwer ich mir getan habe bei der ersten Phase. Oh oh, Ausdauermanagement! Fuck. Ach Mann! Sie heilt sich an mir sogar, wenn ich tot bin. Und sie prügelt einfach weiter auf mich ein. Einfach um mich zu verhöhnen. Es wäre ja mal so witzig, wenn die einen Boss einführen würden, der einen teabaggt, wenn man tot ist. Es gibt bestimmt schon sowas, oder? Hat From Software sowas gemacht? Einen Boss eingeführt, der einen teabaggt, wenn man tot ist, wenn er einen besiegt hat, irgendwie so eine Animation macht, so. Du verdammte
Ratte. Wassergeflügeltanz? Nee, okay. Ich hätte damit gerechnet. Jetzt hat. Ah, fuck. Ach, Mann! Ich hab keine Ahnung. Ich bin dumm. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin soll. Ich versteh's immer noch nicht. Es gibt irgendeine Möglichkeit, muss es geben, dass man diesen Wassergeflügeltanz unterbricht oder ausweicht oder sonst irgendwas. Es kann doch nicht wahr sein. Ja, ist ja gut, meine Gute. Wir hauen aneinander vorbei. Perfekt. Perfekt. Beide sind wir schlecht. An dieser Stelle, nur hat sie mehr Schaden. Und sie ist wieder aber voll, volles Leben. Ich glaube, ich gehe gleich einen riesigen Drachen verprügeln. Einfach für... für die Genugtuung. Und dann wird es langsam eng mit anderen Dingen, die ich in dem Spiel erledigen kann, oder? Du verdammte Sau. Ach, ja, klar machst du den. Einfach bestraft worden dafür, dass ich trinken will. Ich... komm nicht klar. Oh, gerade eben hatte ich aber einen Moment, da bin ich rückwärts gerollt und keiner ihrer Schnitte hat getroffen. Da war ein Moment dabei. Da war ein Moment dabei. Keiner ihrer Schnitte hatte getroffen. Ich bin rückwärts von ihr ausgewichen. Ganz normal, rückwärts weg. Und kein Schnitt hat mich getroffen. Ha. Marius, grüß dich, hi. Nein, was mache ich? Ich drück saufen, ich drück saufen. Ja, du bist ein bisschen massig jetzt, ne? Fuck you, Mann! Du konntest sie nicht fair besiegen. Komm, treff sie doch! Mann! Ich will doch nur in Phase 2! Marius, das wundert mich. Was passiert denn in Phase 2 noch alles? Also ein paar Sachen habe ich ja schon gesehen. Die fand ich jetzt aber... Da habe ich jetzt...
Ich weiß nicht, ich glaube, den Wassergeflügeltanz habe ich in Phase 2 noch nicht gesehen. Vielleicht macht sie ihn auch, dann, das wäre mies. Weil das so meine größte Schwierigkeit ist hier in Phase 1. Alles andere ist okay mittlerweile. Ja, ich weiß, was du meinst mit nicht fair besiegen, dass du halt es nicht alleine geschafft hast. Fuck! Hau ab! Weich aus! Sie ist halt schon wieder. Ich hatte sie auf die Hälfte. Andere Waffe und Imitatorenträne. Oh, das war nicht schlecht. Scheiße, das war dumm. Nein! Googeln, wie es geht. Ah, okay. Was ist nochmal die Imitatorenträne? Was ist das überhaupt? Das habe ich noch nie benutzt. Kriegst du dann ein Spiegelbild von dir, oder? So klingt es jedenfalls. Googeln, wie es geht. Oh, das ist natürlich hart, ja. Das ist tatsächlich nicht fair besiegt. Oh, das war gerade schon wieder so knapp. Verdammte Axt. Schnauze. Na, Fluch. Na, Hacke. Den zweiten kriege ich. Den zweiten kann ich ausweichen. Aber den ersten, der erste macht mir noch so viel Schaden. Miko, grüß dich. Hi, schön, dass ihr alle am Start seid, Leute. Die macht einen Klon von dir. Okay. Als Boss schon besiegt haben? Ja, habe ich. Stimmt. Ja, so ein Dings. Ja, stimmt. So einen kleinen... So einen Bollen. Ja, oh, shit, ich bin zu nah dran. Fuck. Das war gut. Ach komm. Musst du einen Move machen, der mich fünfmal trifft? Verdammte Axt.
Ja, sehr gut. So, meine Gute. Fluch. Okay. Oh, sie macht das Ding auch. Sie macht es auch in der zweiten Phase. Nein! Ja, sie gibt dir Scharlachpolle. Genau, das weiß ich. Da habe ich ein bisschen was gegen, aber nur ein bisschen was. Nice try, dankeschön. Ja, aber das war wirklich ein okayer Versuch tatsächlich. Hätte ich auch gesagt. Das war nett. Oh, ich habe so langsam. Es ist so langsam soweit, ne? Es ist langsam soweit. Sie stirbt bald. Sie stirbt bald. Ich bin auf dem richtigen Weg. Verflucht! Das Problem ist, wenn man wegrollt, währenddem man sie anvisiert hat und sie zischt an einem vorbei, dann geht der Rest der Rolle in ihre Richtung. Und ich krieg's aber noch nicht hin, den Fokus von ihr wegzunehmen, sobald sie hochgeht. Da schaltet mein Kopf ab. Ihr kennt das mit dem kleinen Affen, der dann im Kopf sitzt. Ding, 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 ding. Hä, was passiert? Den Rest vom Game schon durch. Oh Gott. Oh, verdammte. Jein, teilweise. Ich mag's mit ihr zu kämpfen, wenn sie in der Ecke hängt. Fuck! Nein, Credits noch nicht gerollt. Nein, nein. Ich will ja ein bestimmtes Ende haben und dafür muss ich sie jetzt erst klatschen. Damit ich das Ende bekomme, das ich haben will. Melanie gerettet und aber trotzdem nicht ein dunkler Fürst werden. Leider ist in meinem... sind Dinge passiert, sag ich mal. Mist. Nee, das ist kein guter Versuch. Das wird nix. Das wird nix, Leute. Merke ich jetzt schon. Ich hab kein gutes Pattern von ihr. Ach. Und gerade kein gutes Timing. Und selber gerade kein gutes Timing.
Scheiße. Scheiße. Uni ist der Stress. Hey, Marius, Alter, das muss dir nicht leid tun, Mann. Was geht? Aber, danke, schätze ich. Junge, Privatleben geht immer vor. Privatleben steht immer an erster Stelle vor irgendwelchem Bildschirmscheiß. Außer natürlich, ich meine, der Bildschirmscheiß gehört irgendwie zum Privatleben dazu, wie zum Beispiel die Arbeit, so in gewisser Art und Weise, ne? Das ist ja dann wieder was anderes. Aber du weißt, was ich meine, ihr wisst, was ich meine. Eine Reichweite, du Ratte, mit deiner riesigen, oh Scheiße, riesigen Reichweite. Oh. Ich weiß nicht wohin. Ich weiß nicht wohin. Dieser dämliche Geflügeltanz. Oh, diese dumme. Ich glaube, es reicht jetzt. Ich glaube, es reicht. Ich glaube, wir müssen einen riesigen Drachen verprügeln gehen. Fürs Feeling. Ich glaube, ich gehe gleich einen riesigen BSG Backseat Gaming. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Vorhin hatte ich einen Moment, da hat es irgendwie geklappt. Keine Ahnung. Weglaufen ist halt wirklich gut, weil die Reichweite von ihr doch so ist, dass man weglaufen kann. Allerdings glaube ich nicht, dass es funktioniert, wenn man unter ihr steht und gerade in einer Animation drin ist. Also, wenn ich in einer Animation bin, dann... Das müsste hier sein, ne? Und sie in dem Moment hochgeht, schwierig. So, mein gutester großer Drache. Theodor, hier sind wir. Reicht's von der Zeit noch? Doch. Boah, krass. Hat noch gereicht. Lol. No. What the fuck, Alter, dieses Lava-Zeug ist ja zu krass. Okay, ich merke mir auf gar keinen Fall, niemals in seine Sprudel. Auf gar keinen Fall in seine Feuersprudel. Grüß dich, Theodor.
Autsch. Ins Auge. Ja, okay. Ah, nee, nein, 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 nicht in die Feuersprudel! Hilfe! Ah, Feuersprudel! Oh Gott, okay. Ah. Okay. Nichts! Oh Gott. Panik? Oh Gott, mein Gott, ey. Theodor ist schon aber auch so ein... Ist ein Brocken. Theodor ist ein Brocken. Die anderen Drachen, ja, geht, aber Theodor... Theodor, das kleine Dickerchen. Nee, du sollst da drüber hüpfen. Oh, okay. Shit. Nicht sprudeln. Was passiert? Ich hau ihm einfach auf den Schwanz. Was zum... Was war das? Was ein geiler Move war das denn? Oh fuck. Nein, Theodor. Nicht sprudeln. Deine Sprudel ist echt... Also deine Feuersprudel ist... Die ist heftig. Oh! Arschbomben, Theodor. Jawoll. Theodor, Mensch. Gigi, dankeschön, dankeschön. So, jetzt passt mal auf, ey, da war ich ja jetzt auch schon ewig nicht mehr. Bei der Kirche der Drachenkommunion. Aber hier gab's auch nie irgendwas, was für mich spannend war.
Ich habe 14 Herzen und... Ja, was soll ich damit? Beißt Gegner vor euch, kann ich zerfleischt Gegner mit Drachenklauen. Wieso habe ich denn hier nur 3? Kann ich nicht? Hä? Musste ich hier noch irgendwas anderes machen? Stand da nicht gerade eine neue Fähigkeit ist an der Kirche der Drachenkommunikation zur Verfügung? Kommunion zur Verfügung? Muss ich dafür erst andere kaufen? Wie funktioniert das hier? Weil du in Limgrave bist. Was, das gibt's in unterschiedlichen? Es gibt noch woanders eine Kirche der Drachenkommunion. Wait. Kirche der Seuche? Wo wird die sein? Also hier irgendwo. Da war doch der... War das der Fäulnisdrachen? Ah nee, den habe ich noch gar nicht besiegt, den Fäulnisdrachen. Oh, wo ist der? Uff. Nee, hier war der alte Große. Der Fäulnisdrache, wo wird der wohl sein? Das ist ja auch noch ein Boss. Ist der hier irgendwo? Weiß ich nicht. Der Hauptstraße. Also hier irgendwo. Okay, ich schätze ihn jetzt eher vielleicht in die Gegend. Ah, da bin ich eh noch nicht lang geritten. Nicht wirklich jedenfalls. Wir gucken mal. Wir gucken mal, was da geht. Die Hauptstraße entlang. Da fehlen mir bestimmt noch die ein oder andere... das andere ein oder andere Leuchtfeuer. Gnade. Hässliche. Hässliche Köter. Hallo. Plündern, danke. Blitzfett mit Kordel. Aha. Ah, guck mal. Generell etwas unerforscht, ja. Absolut. Guckt euch mal den hässlichen Vogel an. Ah, da unten brauche ich einen Steinschwertschlüssel. Da gibt's dann noch eine Kleinigkeit. Will ich mit dir reden? Eigentlich nicht. Du hast nichts zu melden. Einmal kurz niederlassen. Ich weiß nicht, ob ich schon gesessen bin. In dem Brunnen ist nichts. Hier gibt es einen kleinen Loot. Bewahrende Boli. Ah, die hätte ich, glaube ich, mal brauchen können. Das sind die Anti-Fäulnis-Boli, ne? Die könnte ich noch gegen... Hallo? Wo habe ich Aggro von Gegnern jetzt? Wow. Ach, guck mal die an. Was seid ihr denn? Ah, da gibt es auch immer Loot. In diesen Wagen und Waffen sind da drin und alles Mögliche, ne? Aber. Ah. Ist es der Aufwand wert? Nein. Eher nicht. Und da hinten ist ja noch eine fette Burg auch noch und da sind Gebäude und alles. Eieieiei. Ja, hier ist noch ein bisschen was zu tun. Wenn du Guts cosplayen willst. Was ist denn Guts?
Sind Guts nicht eigentlich Eier? Also die männlichen Eier? Der Main Character von Berserk, okay. Wow! Okay, hi. Da vorne ist noch eine kleine Burg, aber gibt's in der Burg einen... Gibt's in der Burg einen Gegner, den man besiegen sollte? Ich wage es zu bezweifeln. Ich könnte auch mal leveln, ne? Ich schleppe hier 180.000 Seelen mit mir rum. Runen! Mein guter Runen! Warum gehe ich jetzt nochmal auf den Fäulnisdrachen los? Ach so, wegen der Kirche. Ich bin nicht auf der Suche nach dem Fäulnisdrachen, ich bin auf der Suche nach der Kirche. Ah, da gibt's ein Ultra-Großschwert, okay. Fäulnisdrache, wo verstecken Sie sich? Bitte zeigen Sie sich. Da ist er. Da liegt er doch. Hallöchen, verfallener Exykes. Aua. Jetzt wirst du langsam pissig, ne? Ja. Schnell weg hier, raus aus der Fäulnis. Nein! Nein, nein, nein! Wieso ist hier so viel Fäulnis? Ah, nee. Wollen wir nicht, brauchen wir nicht. Aua! Da habe ich nicht mit so einer Attacke gerechnet. Oh, shit! Na gut. Passt. Eine neue Kraft der Drachen ist in der Kathedrale der Drachenkommunion. Okay, Kathedrale der Drachenkommunion ist was anderes als die Kirche. Verstehe. Easy. Ja, das ist natürlich... Ich bin hier überlevelt. Bist du die Kathedrale der Drachenkommunion? Yep, bist du. Und du bist... Nervbolzen. Ein Nervbolzen. Aha, guck mal. Das sieht schon ein bisschen anders aus. Stößt das Brüllen des ältesten Drachen Greyol aus. Oh, was hat der nochmal gemacht? Greyol. Kanalisiert den Drachen und zerfleischt Gegner mit Drachenklauen. Stößt boreales Eisodem von oben herab aus. Kanalisiert den Drachen und stößt einen Eisodem aus. Stößt Exykes Scharlachfäule Odem. Kanalisiert den Drachen und stößt einen Scharlachfäule Odem. Smarax Schimmerstein Odem. Ah, das ist okay, weiß ich noch. Ah, Theodors Magma Odem.
aber... Flammen, Odem. Okay, 100 pro macht mir das auch Schaden. 100 pro macht mir das auch Schaden, wenn ich das tue. Und das ist eh, das dauert eine halbe Ewigkeit, das frisst ganz schön viel Fokus. Nee, alles Quatsch. Alles Quatsch. Die Drachenherzen, kann man die verkaufen? Kriege ich dafür irgendwas Tolles? Könnte ich mal gucken, ob ich die Drachenherzen nicht verkaufen kann, weil wenn ich sie nicht benutze, was soll ich damit? Ist hier irgendwo eine Gnade? Ich hätte jetzt eine vermutet, aber... Ah ja, guck mal hier. Ach da, direkt daneben. Wow, ich bin einfach blind. Einfach super blind. Folgendes Version ist eine starke Cheese-Waffe. Ja, aber nicht gegen Marlene. Nicht gegen Marlene. So. Ja. Damit ist auch Khalid irgendwie erledigt. Hier gibt es vielleicht noch eine Kleinigkeit. Aber nichts Großes mehr. Haben wir noch irgendeinen größeren Gegner? Irgendeinen größeren Gegner? In der Unterwelt vielleicht? Geht hier noch was? Nee, das ist fertig entdeckt. Das dürftest du eh nicht benutzen. Außerdem, also ich muss jetzt doch mal ganz kurz anmerken, als ich das erste Mal die Unterwelt gesehen habe, meinten alle, ja, das ist voll groß. So groß ist es gar nicht. Ich habe mir gedacht, dass es größer wäre. Also ich dachte, es wäre mindestens dreimal so groß, nach dem, was im Chat gesagt wurde. Niklas, grüß dich! Hi, schön, dass ihr alle am Start seid, Leute. Mega. Es ist einfach gigantisch, wirklich. Auch auf YouTube. Ich bin absolut begeistert, was abgeht. Und ich weiß teilweise gar nicht, ob ich irgendwie dankbar genug bin oder so. Ganz schlimm. Gut, wie viel habe ich denn? 100.000? Ich glaube, ich brauche 120.000 zum Aufsteigen. Dann schlucken wir doch mal. Wie geht's, wie steht's? Ah, hervorragend. Heute in der Sonne gegrillt. Gut gegessen. Marlenia wird langsam aber sicher. Nee, Marlene. Ist egal, ihr wisst, wen ich meine. Ich finde, dein Hype kommt rüber. Dankeschön, das freut mich. Dass ich das ein bisschen rüberbringen kann, wie sehr es mich freut. Klar, komm, alles in Stärke. 60 Stärke. Also, Marlene, jetzt nochmal. Zwischendurch mal zwei Drachen erlegt. Nee, ohne Scheiß, so langsam komme ich ja an einen Punkt, bei dem ich nichts anderes machen kann, außer sie zu erlegen. Oder ich entscheide mich dafür, ein anderes Ende zu wählen. Ah, fuck. Ja, so langsam wird Marlene die letzte Hürde, ja. Sie trifft mich da auch manchmal, wo ich denke, nee, da triffst du mich jetzt nicht. Aber sie trifft mich halt doch, weil ihr Schwert einfach verflucht lang ist.
Letzte Hürde. Ach so, ja, ich weiß gar nicht, was da noch käme. Mir wurde halt gesagt, okay, bevor ich jetzt weiter Richtung Baum gehe, sollte ich sie besiegen, wenn ich dieses Ende haben will, das ich gerne hätte. Fuck. Aua. Das tut richtig weh. Bin mal gespannt. Ich werde bestimmt irgendwann noch ihren Griff in der zweiten Phase erleben. Ja, jetzt steckst du fest. Und ich habe keine Ausdauer. Uah. Ah, Wassergeflügel! Wassergeflügel! Ja, aber mir wurde gesagt, ich darf jetzt nicht in den Baum, oder? In Richtung Baum, sonst kriege ich das falsche Ende. Oder ist das korrekt? Oder kann ich noch ein bisschen weitermachen? Ich weiß es halt auch nicht. Also das falsche Ende, es gibt kein falsches Ende. Aber ich kriege nicht das Ende, das ich mir gewünscht hätte. Bei dem, was ich mitbekommen habe im Spiel, vom Spiel, was mir storymäßig erzählt wurde. So wie ich es, ja, so halbwegs, wenn ich es richtig verstanden habe, ne? Also, fuck. Keine Ahnung. Ach, ohne das Wassergeflügel wäre sie so easy erlegt schon. Ohne Wassergeflügel wäre sie easy erlegt. Es ist nur diese eine Attacke. Ja, Miko, ich glaube, das sagt ihr, ja. Ich glaube, auch die YouTube-Kommentare sagen etwas Ähnliches. Ich sollte jetzt nicht mehr Hauptstory einfach weitermachen, wenn ich meinen Fehler wieder gut machen will, quasi. Für Melanie. Wenn ich für Melanie den Fehler wieder gut machen will, sollte ich erst Marlene besiegen. Ja. Ich weiß halt nicht. Also wenn ihr noch irgendeinen Boss im Kopf habt, der da irgendwo noch kreucht und fleucht, der noch auf mich wartet, dann du meinst nordwestlich in Kalid oder Zelid, Kalid, Haus Vulkan habe ich, ja. Ah, die Sternenfallbestie. Die Sternenfallbestie. Oh Gott. Die ist doch easy. Okay, von mir aus. Wenn du das für easy empfindest, dann als easy empfindest, von mir. Guck dir das an. Die frisst mich ja jetzt schon. Hilfe! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ah, nein, ich häng fest. Oh Gott, okay, dann sauf ich eine Runde. Schnauze jetzt! Dämliche Sternenfallbestie! Oh, ich war wohl noch nicht, Fluch. Ey, ich bin aber schon weiter, als jemals war. Also das bisschen Leveln noch, das hat auf jeden Fall geholfen. Nicht killen jetzt! Nein! Oh, und da fängt erst Reden an. Oh, da fängt das Reden an und kriegt auf die Fresse. Oh, oh Mann. Ach, wahnsinnig nerviges Mistvieh. Ja, voll. Bin ich absolut deiner Meinung, Niklas. Ey, das ist echt krass. Ach, ah, ich krieg hier auch den... Die ärgert mich jetzt schon wieder. Mama, die ärgert mich. Und ich treff sie halt auch nicht, ne? Okay. Alter. Nicht wieder irgendwo einklemmen. Ups. Steh auf! Oh Gott. Und saufen. Ah, was passiert hier? Laserst du jetzt oder was? Die lasert. Sie lasert über mich drüber. Sie lasert über mich drüber. Fluch. Na bitte, geht doch. Ah ja, aber das ist auch mein höheres Level, das mir jetzt hier wirklich geholfen hat. Da siehst du mal, Eddie, die gibt mir Schmiedestein Level 6. Sternenfall Bestien Kiefer. GG, Dankeschön, Leute. Dankeschön. Danke, 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 danke. Sternenfall Bestien Kiefer. Was kannst du? Stärke D, Geschicklichkeit D, Weisheit E.
Magischen Schaden. Okay. Gigantische Waffe. Wie gigantisch bist du? Geiles Teil, das ist cool. Das Ding, oh, das Ding ist geil. Und was ist deine Fähigkeit? Die kann ich wahrscheinlich nicht benutzen, ne? Ja, da kommt nichts. Schade, aber das sieht geil aus. Oh, das ist eine geile Waffe, Leute, aber ich kann sie nicht benutzen. War cool zu sehen, wenn wir uns daran erinnern, wie du sie kennengelernt hast. Ey, ja. Ja. Mieses Mistvieh. Okay, und dann hieß es nordöstlich in Zelid. Aber da habe ich doch schon einiges gekillt. Ist da noch mehr? Den habe ich auch schon besiegt hier. Den Drachen habe ich besiegt. Den Baum habe ich besiegt. Alle Hero Graves, die du irgendwo gekonnt ignorierst. Wait, what? Die habe ich doch gekillt hier. Die Siegelgefängnisse meinst du, oder? Nordwestlich. Das Kolosseum? Nee. Diese Dinger. Das hier. Mit dem Todeswagen. Lyurnia. Das sind Minen. Lyurnia, jetzt warte mal kurz. Lyurnia ist ja das mit dem Todeswagen. Boah, ey. Jetzt wird's... Limgrave. Ja. Alles gut. Ich lese jeden Satz. Immer mit der Ruhe. Langsam. Moment. Meinst du, diese Kolonne, die hier lang fährt, irgendwo? Hier fährt irgendwo so eine Kolonne lang mit. Ah! Grab eines Randvolkshelden. Oh nee! Meinst du. Oh nee! Wie komme ich nochmal dahin? Ist es hier? Oh nee! Oh, das ist doch voll scheiße. Jetzt weiß ich, was für einen Wagen du meinst. Wait, warum ist er weg? Ihr seid ohne Jungfer? Dann hab ich nach Lyon. Dann ab nach Lyonia mit euch. Sucht nach der Rosenkirche westlich der Torstadt. Okay. Ihr seid ohne Jungfer, sucht nach der westlich der Torstadt. Welche fucking Torstadt? Welche Kirche? Meint ihr die? Eins gibt es in den Bergen, eins im Schneegebiet. Dann hier eins. Das sind drei. Wie viele davon müsste ich denn machen? Oh, die Dinger sind so ein Scheiß, ne? Oh, jetzt geht der Horror los, ey. Ich sag's euch. Nein, nicht hinsetzen. Auf dem Plateau. Insgesamt gibt's fünf. Oh Gott. Naja, gut. Aber das ist eine Abwechslung zu Marlene, die wirklich okay ist. Hätte ich gesagt. Oh Gott, ich sterbe. Ah, der macht mir gar nicht so viel Schaden. Nicht mehr. Der hatte mich auch instant gekillt das letzte Mal.
Ey, zumindest überlebe ich's jetzt, wenn der mich trifft. Ja, ja, ist gut. Ich laufe hier jetzt halt einfach so durch. Muss ich jetzt hoch oder runter? Ich vermute einfach mal runter. Ich gehe runter. Oh, der kommt nicht runter. Okay. Der ist wieder hochgefahren. Ich war so kurz davor das letzte Mal, als ich hier unten war. Das gibt's ja gar nicht. Nee, was bist du denn? Ah, so ein Ding. Dich habe ich schon mal bekämpft. Und ziemlich hart besiegt. Ja gut, ich bin halt jetzt überlevelt, ne? Ich bin halt jetzt gnadenlos überlevelt. Hässliches Ding. Die geben eine goldene Saat. Cool. Ist perfekt, um die Hero Grace anzugehen, wenn man überlevelt ist. ich vermute mal, es ist vollkommen egal. Ich kann zum Eingang zurück. Du Marius, ich weiß nicht, ob ich finde das okay, weil du dadurch einfach so ein bisschen bei manchen Sachen, die du vielleicht nicht so geil findest, kannst du einfach wiederkommen, wenn du halt OP bist und dann ist es erledigt. Aber ja, das Gefühl, du hast halt, ich habe halt kein Erfolgsgefühl jetzt. Ja, da ging es noch nach oben, aber da ist doch kein Boss, oder? Du willst mir doch nicht erzählen, dass ich da oben jetzt nochmal verpasst habe ein Spielerlebnis. Ja, genau, das ist das, was dann schon ein bisschen aufkommt. Aber ich finde das okay, weißt, man muss sich auch nicht bei allem Zeug super hart quälen. Scaling Enemies. Ja, aber dann macht's auch, dann da finde ich dann wieder, weiß ich nicht, ob das Sinn macht, Enemies mitzuscalen, dann macht die Open World halt wieder keinen Sinn. Dann kannst du auch Schlauchlevel machen, wo du dann immer die Gegner vor dir hast, die zu deinem Level passen. Da fehlt dann halt die Erkundung und du kannst irgendwo anders hingehen und dann nachher klatschst du es halt easy weg. Ist okay, finde ich, aber deswegen Option. Ja, stimmt. Das ist natürlich, das stimmt. Wenn es nur eine Option ist. So, wo ist das andere? In den Bergen, also hier oben wahrscheinlich. Meinst du, gibt's noch eins? Dafür brauche ich aber auch Steinschwertschlüssel und die habe ich ja nicht unbedingt. Und nochmal, Malenia, Marlene, let's go. Komm schon! Jetzt! Phase 2. Easy Phase 2. Komm. Easy Phase 2. Gar kein Problem.
Dieses Geschnitzel ist so ein Scheiß. Da checke ich auch noch nicht so ganz. Weil der anders... Easy. Ja, ja. Weil der anders... Es sieht im ersten Moment so aus, als ob sie den kleinen Ansturm macht. Sie hat drei Moves, die ähnlich anfangen. Der Start ist genau gleich. Den wir gerade gesehen haben, der kleine Schnitzler. Dann Wassergeflügel. Fuck! Ha, diese minimalen Höhenunterschiede hier im Boden sind natürlich auch echt hart, ey, weil manchmal schaffe ich es dann im Schnitt auszuweichen oder drunter wegzutauchen, ohne dass ich Iframes habe. Weil einfach die Hitbox passt, weil sie einen Ticken höher steht und ich einen Ticken niedriger und so. Dann geht das, dann kann man einfach stehen bleiben. Manchmal stehe aber ich höher und sie niedriger und dann trifft mich der Schlag halt, weil, ja... Da geht es dann um wenige Pixels. Mist. Oh, Scheiße. Ohne Leben ins Wasser geflügelt, keine Chance. Wenigstens gibt es da keine Gegenstände, wo man hängen bleiben kann. Nicht hängen bleiben kann. Ah, ja, ja. Wenn dann noch so Grabsteine in der Arena stehen oder irgendwelche hässlichen Bäume oder eine Schlucht da ist, in die man reinfallen kann oder was mir schon alles passiert ist. Was mir schon alles passiert ist in diesem Spiel, ey. Alles. Ich habe alles mitgenommen. Jede Erfahrung, die man so haben kann, jede Erfahrung, die man so sammeln kann, habe ich gesammelt. Ah, Fluch. Oh, genau das, wenn ich hier in der Animation bin, keine fucking Chance. Nicht mal ausweichen konnte ich. Einen Meter laufen und dann habe ich ausweichen gedrückt und trotzdem hat er nicht ausgewichen, weil ich dann in ihrem Stunlock drin hänge. Ah. Scheiße. Warum macht sie denn diese Animation auch, sobald ich prügel, sobald mein Riesenprügel an ihr vorbei schrammt? Fängt sie an mit dieser Animation und dann ist vorbei, weil ich meinen Riesenprügel erstmal hochheben muss. Hoppla. Da weiß ich eigentlich, dass ein Dritter kommt, aber hab's verkackt. Mann, aber ich komme schon etwas besser in die zweite Phase rein. Keine Ahnung, ich war jetzt dreimal, viermal vielleicht in der zweiten Phase. Vorhin der Versuch war richtig nice und dann kam wieder Wassergeflügel.
Ich glaube, dem letzten, dem dritten oder dem vorletzten, der da ist, es sind ja 4 Moves, die sie macht. Am Ende macht sie noch einmal wenn sie steht. Ich glaube, dem vorletzten, wenn sie, also der letzte, der auf einen zugeht, dem muss man nach links ausweichen. Weil dann, da kommt ein Schnitt, den sie untenrum macht. Und dieser Schnitt untenrum, der trifft mich, wenn ich nach vorne oder nach hinten ausweiche. Da kann ich easy nach links ausweichen. Das muss aber auch erstmal in den Kopf reingehen. Das muss erstmal in den Kopf reingehen. Den ersten Wassergeflügel, da weiß ich noch nicht wohin. Den zweiten kriege ich irgendwie hin, da kann ich auf sie zu ausweichen, unter ihr durch. Das geht. Da kriege ich meistens nur einen Hit oder so. Also den zweiten und den dritten kriege ich irgendwie hin. I am Melania, Blade of Mikela. Ah, du Wassergeflügel, ey. Ach, du Wassergeflügel. Leute, wenn ich es noch nicht gesagt habe, ich habe es nicht allen gesagt, jedenfalls nicht, als so viele da waren. Wenn nachher Hübschi mal im Chat auftaucht, dann müsst ihr sie davon überzeugen, dass sie heute Dark Souls 1 mal noch ein bisschen probiert. Weil eigentlich wäre heute Zeit. Sie hat nur gesagt, sie weiß nicht, ob sie Bock hat. Also, sobald der Zwerg im Bett ist, kommt sie eigentlich in den Chat meistens. Ich gehe nachher auch nochmal dem Zwerg kurz gute Nacht sagen. Oh nein, scheiße. Ah, ich müsste es überleben, aber... Was? No! Also wenn ihr Bock habt, dass meine Freundin Dark Souls 1 spielt, dann müsst ihr sie nachher über den Chat überreden. Du hast nicht erwartet, dass sie Dialekt hat? Überleben? Überleben? Ich müsste es überleben, was? Ach so, jetzt gerade, ich habe gerade eben gesagt, ich müsste es überleben, ja, und dann wird's tot. Okay. Natürlich hat die Dialekt, die ist von hier. Was hast du erwartet? Du sprichst ja auch Hochdeutsch. Ja gut, hallo, beide meine Eltern haben Hochdeutsch geredet. Also, wo soll ich's herhaben, ne? Wenn ich mit ihr rede, dann ist das auch wieder was anderes. Wenn ich mit ihr rede, rede ich Dialekt. Und das ist auch, wenn ich oben bei euch bin. Oh, das wollte ich nicht, ich wollte das tun. Dann spreche ich ja auch den westfälischen Dialekt ein wenig. Aber nur ein bisschen. Fuck. Ich weiß nicht, ich passe mich da voll an. Und für Streamen habe ich es mir einfach wirklich tatsächlich abgewöhnt. Also sobald das Mikro hier an ist und ich ja alleine hier unten bin, sobald Felix da ist, ist auch wieder was anderes. Aber fürs Streamen habe ich es mir wirklich stark abgewöhnt. Also was heißt ab? Es hat nicht viel Aufwand gekostet im Kopf, weil ich ja sehr hochdeutsch aufgewachsen bin. Aber so manche Sachen habe ich mir tatsächlich abgewöhnt. Einfach fürs Streaming und... Also wenn ihr mich mal privat trefft und ich nicht so rede wie im Stream, müsst ihr nicht überrascht sein. Das ist auch ein bisschen Übung. Am Donnerstag habe ich Hochdeutsch gesprochen, obwohl Felix da war, wirklich? Na, vielleicht habe ich mich angestrengt. Vielleicht habe ich es da versucht, etwas zurückzuhalten. Und ich meine, auch wenn ich jetzt hier sitze, ne, und Hübschi dann da drüben am PC. Einen Donnerstag davor war es noch anders, ja, da siehst du mal. Ja, da haben wir uns auch ganz normal unterhalten und nicht gezockt, ne. Das kommt auch immer noch mal dazu. Wenn ich mich einfach über Themen mit ihm unterhalte, dann sprechen wir auch mehr miteinander. Ich höre mehr seine Sprache, wie er redet, und passe mich dann vielleicht da auch einfach ein bisschen an. Du hast dir gedacht, er wird professioneller, weil ich am letzten Donnerstag
das nicht gemacht habe, oder wie? Shitty. Das war ein unnötiger Hit, der sie auch, glaube ich, recht viel geheilt hat. Du nahmst das als bewusste Entscheidung wahr. Also bei mir tatsächlich, ich habe mich irgendwann mal dazu entschieden, möglichst wenig Dialekt zu sprechen, wenn ich selber stream. Ja, das war eine Entscheidung, aber sobald andere Leute da sind, da ist es doch nochmal was anderes. Weißt? Weiß, genau. Ah, Fluch. Scheiße, Mann, ich check dich nicht. Nur dieser eine Move. Es ist nur der eine Move. Ansonsten ist alles billig. Nein, billig nicht. Es hat ja ein Weilchen gedauert, bis ich gut ausweichen konnte und das gelernt habe und so, ne? Aber es ist halt schon so weit, dass ich mittlerweile mehr rede und mehr Chat lese, weil... weil es langweilig wird und wenn dann der eine Move kommt, dann bin ich überfordert, weil ich mit dem Kopf eigentlich die ganze Zeit was anderes mache, ne? Fuck, den muss man nach links ausweichen. Ich muss alle ihre Schläge nach links hinter sie ausweichen. Ansonsten treffen die mich viel zu sehr und sie heilt sich viel zu sehr hoch. Also hinter ihre rechte Schulter will ich. Ich habe ja mittlerweile das Schwert auch dabei, ne? Ich könnte mal zwischendurch irgendwie, weiß ich nicht, ob das hilft. Ein Skill, in dem du von mit der Zeit besser werde, zocken und Chat lesen. Ja, nicht auf dem Bildschirm gucken und Dinge tun. Geht. Ich vergesse auch immer noch manchmal, was ich gesagt habe. Also das ist wirklich so, da brabbel ich einfach irgendeinen Scheiß vor mich hin. Und dann wird geantwortet. Und dann überlege ich, ja, was habe ich gerade gesagt? Mittlerweile fällt es mir auch schon mal wieder ein. Aber es gab, also... Kannst du mal aufhören, hier rumzuzappeln, meine Gute? Es reicht. Oh, ich dachte, der Wassergeflügel. Jetzt kommt Wassergeflügel. Ah, come on. Lass mich heilen. Scheiße, sie will mich hart.
Hilfe! Ich hab doch Ausweichen gedrückt, ey. Scheiße. Fluch! Diesmal bin ich wassergeflügelt davongekommen. Auch nicht ganz, aber zumindest ein bisschen. Aber es war halt nicht geil. Danach war es, nachdem sie Wassergeflügel gemacht hat, war es schlimm. Danach war es schlimm. Du hast einen blöden Abstand gerade, Mann. Ah, Leute. Ah. Dieses schreckliche, grausame, üble Wassergeflügel. Was für Wassergeflügel? Enten, Haubentaucher, Schwäne. Schreckliche Viecher. Danke fürs Einschalten, YouTube. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.